Ich glaube, das ist ganz ähnlich wie heute. Ich glaube, das ist erstens ein grundsätzlich menschliches Interesse, mit Identitäten zu spielen. Man kann ja auch gar nicht anders. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man in den 30er Jahren ein Interesse an dem großen Bunten, dem Obszönen, dem vermeintlich Obszönen hatte. Ganz präsent sind da natürlich Evelyn und Tonio, bei denen man nicht weiß, ob sie vielleicht nicht doch Arthur und Erna heißen. Und die beiden stehen im Mittelpunkt des Ganzen und spielen sich die ganze Zeit dieses Tonio, Evelyn und Erna Arthur-Spiel vor. Der Klangapparat war damals für die Stilistik ein Riesenorchester. Das kann man in dem Raum natürlich nicht herstellen. Und deshalb haben wir überlegt, welche Kombo, die diesem Klangbild am nächsten kommt, aber klein sein kommt dem am nächsten und haben uns für diese Sechser-Band entschieden, die ich vom Klavier aus leite. Ich finde, die große Qualität von dem, was Spolianski und Schiffer da geschaffen haben, ist, dass das Ganze unterhaltsam ist von vornherein. Dass es eben keine theoretische Abhandlung über eine soziale Rolle oder überhaupt über Verkleiden ist, sondern dass das Ganze mit Formen des Unterhaltungstheaters umgeht. Also sprich mit Choreografie, mit revuehafter Musik. Es geht an die wahrscheinlich auch überzeitlich existierende Lust am Spielen mit der Frage, wer bin ich denn eigentlich und kann ich nicht jemand anderes sein? Alles stimmt.